denn willkommen zum Medienpreis des Westfalenblatts. Und dazu bitte ich Lars Krückemeier von der Sportredaktion des Westfalenblatts hier in Herford, Jürgen Berger, den Vorsitzenden des Sportverbandes, und unseren Bürgermeister Tim Kähler zu mir hier auf die Bühne. Medienpreis, Medienfortner, du guckst doch mal auf den Zettel. Und alle Jahre wieder stelle ich natürlich auch immer erstmal die Frage, wie war die Beteiligung, seid ihr zufrieden, wie viele Menschen haben abgestimmt, und die weiteren Fragen stelle ich dir dann gleich. Man soll ja nicht zu viel auf einmal stellen. Das habe ich befürchtet. Nein, wir haben es zum sechsten Mal jetzt gemacht. Sechsmal sechs Sportler, immer verschiedene. Es gibt immer wieder neue, kriegen wir immer wieder neue Sportler, die wir noch nicht vorgestellt haben, aber das ist aber so groß, immer wieder tolle, erstaunliche Leistungen. Alles Sportler, die heute schon vorgestellt worden sind, die haben wir uns rausgesucht, und Leser, Leserinnen, Internetnutzer des Westfalenblattes haben abgestimmt, nachdem wir alle Sportler ausführlich in der Zeitung vorgestellt haben. Es sind diesmal wieder über 2000 einzelne Klicks gewesen. Das ist im Rahmen der letzten Jahre. Knapp? Oder gibt es einen überragenden Sieger? Konnte jemand seine Fangemeinde gut mobilisieren? Konnte jemand wirklich, sagen wir mal, viele, viele Stimmen auf sich vereinen? Oder würdest du sagen, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Ja, sowohl als auch. Wenn man sich vorstellt, dass in der Entscheidung der Medien zwei Stimmen den Aufschlag gegeben haben. Nein! Zwei Stimmen? Umgerechnet 0,2% auf und abgerundet. Das hatten wir also in all den Jahren überhaupt noch nicht. Und bei den Jungen war es dann noch eine relativ klare Sache. Wow! Hört sich spannend an. Sollen wir mal diejenigen vorstellen, die zur Wahl standen? Die müssen oder sollen, nein, die dürfen. Die dürfen natürlich nochmal hier zu uns auf die Bühne kommen, und dann werden die besten drei hier verkündet. Wir bitten also auf die Bühne Eniti Meier, Nikita Krieger, Marlena Derksen und die Jungs Robin Haaland, Janis Kornik und Simon Reinke. So, Jungs, hält das Haar? Oh, da ist was drin, ne? Sehr gut, sehr gut. So, mögt ihr noch ein bisschen mit reinkommen? Komm, damit dann die Letzten nicht so am Rande stehen. Ich erzähle nochmal, warum ihr hier wart. Das Publikum hat ja manchmal ein Kurzzeitgedächtnis. Da müssen wir, warte mal, jetzt gehe ich mal hier hin, jetzt stehen alle auf der Seite, jetzt komme ich mal hier rüber. Ich erzähle nochmal, warum ihr als Sportler hier und heute auf der Bühne steht, drei Jungen und drei Mädchen, und die Herforder haben abgestimmt über das Westfalenblatt. Wir haben Eniti Meier, unsere Leichtathletin von der TG Herford. Bitte nochmal nach vorne. Ja, da wird jetzt applaudiert zu den Leistungen. Ostwestfälische Hallenmeisterschaft, zweite über 60 Meter Hürden, dritter Platz Kugelstoßen und dritter Platz Weitsprung. Das sind nur einige Leistungen, die ich jetzt hier bei dieser Gelegenheit ansage. Nikita Krieger, Judo, PSV Herford. Erster Platz bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften, dritter Platz bei der Deutschen Einzelmeisterschaft in der Klasse U18, 44 Kilo. Marlena Derksen, Eiskunstlauf, TG Herford, zweiter Platz bei den Landesmeisterschaften bei den Neulingen. Und die Jungs, Robin Haaland, Leichtathletik, TG Herford, dritter Platz bei den Westfalen Jugendmeisterschaften über 4x200 Meter, zweiter Platz bei den Westfälischen Jugendmeisterschaften 4x100 Meter. Siebter Platz bei den deutschen U20-Teammeisterschaften und Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Wow!
Jannis. Jannis Komnik, Radsport RC Erfurt, Endspurt Erfurt, so viel Zeit muss sein. Erster Platz bei den Bezirksmeisterschaften auf der Straße, erster Platz bei den Bezirksmeisterschaften im Einzelzeitfahren, zweiter Platz Westfalenmeisterschaften auf der Straße und fünfter Platz bei den Landesmeisterschaften auf der Bahn. Simon Reinke, da ist er. Schwimmen, SC Herford. Bezirksrekord. Den seit 1977 gültigen Bezirksrekord überboten, über 200 Meter Rücken. Und Platz 5 in der deutschen Bestenliste. Das ist Simon Reinke. Dein Applaus. So, Lars, warte, kommst du zu mir? Komm mal zu mir. Entschuldige, dass ich dich jetzt von da hinten, aber du hast gesagt, wir fangen mit den Jungen an, ne? Weil bei den Mädchen ist es so spannend. Dann fangen wir bei den Jungen an. Von hinten, natürlich von hinten. Wir machen es jetzt richtig spannend hier. Aber die sind noch ganz entspannt, ne? Seid ihr entspannt? Ja, ne? Ihr nehmt das sportlich hier. Alles klar. Ja, das sowieso und noch kurz vorab. Ihr bekommt alle einen tollen Preis und einen schönen Pokal. Von daher ist auch der dritte und zweite Platz eine super Sache. Ja, dann kommen wir zu den Jungen. Und da ist auf dem dritten Platz mit 17,4% der Stimmen Leichtathlet Robin Harland von der TG Herford. Der schnelle Robin. Kriegt jetzt Gratulation. Ja, machst du? Da gibt es einen. Was ist denn in diesem Umschlag, frage ich jetzt mal so investigativ. Ja, das ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro. Da kann sich jeder und jede, wo er möchte, etwas Schönes aussuchen. Schön, cool. Alles klar. Wenn wir jetzt den zweiten Platz sagen, dann wissen wir auch, wer der erste ist. Aber so ist das bei drei Aspiranten. Dann legen wir mal los mit dem zweiten. So ist das. Der zweite Platz hat 28,6%. Und wenn man jetzt gut aufgepasst hat, dann kommt der Sieger gleich mehr als die Hälfte. Passiert auch schon mal. Der zweite Platz geht an Jannis Komnik, Radsport nach Merzel-Endspurt Herford. Janni! Ja, das beim Highlander, es kann nur einen geben. Da bleibt nur einer über, ne? Ja, da bleibt nur einer über, 54%. Ich meine, wir haben einen 40-jährigen oder 40 Jahre bestehenden Rekord auslöschen, den führt natürlich überhaupt kein Weg vorbei. Und damit ist der Herforder Jugendsportler des Jahres 2016, der Schwimmer Simon Reinke vom SC Herford. Simon! Sehr schön. Jetzt kommen wir zu den Frauen. Ganz eng. Das hat der Lars gut gemacht. So ein bisschen die Spannung schon aufgebaut. Also, wir fangen an mit Platz Nummer 3. Genau, insgesamt hier etwas spannender. 25,8% für den dritten Platz an Nikita Krieger, Judoka PSV Herford. Weiter geht's mit dem zweiten. Ja, ich habe es eben schon gesagt, 0,2%. Zwei Stimmen haben entschieden, eigentlich müssten beide den Pokal für den ersten Preis kriegen. Das müsste man ja eigentlich nochmal auszählen, nicht? Also, so wie in Amerika das nochmal durchgezählt wird. Nein, trotzdem der herzliche Glückwunsch an die zweitplatzierte Marlena Derksen, Eiskunstlaufen, TG Herford. Aber sowas von knapp. Da bleibt ja nur das Mädchen mit den drei Buchstaben über, ne? Ja, so ist das. 37,2%. Ein Mühe sozusagen für die Leichtathletin Eni Thiemeier ist Herford Jungsportlerin des Jahres 2016. Wow!